So ein Reiskocher ist echt eine super, super geile Sache, besonders im Aufbau. Viele Leute tun sich damit so ein bisschen schwer. Für mich persönlich hat es die Erfahrung gezeigt, dass vernünftiges Timing von diesen Sachen enorm wichtig ist. Einen wunderschönen guten Tag auf dem schlechtesten Fitness-YouTube-Kanal Deutschlands. Doch nicht mehr der zweitschlechteste, das musste ich leider mit dem Regime klären. Und wir machen heute einen Full Day of Eating. Das hatten wir schon länger nicht mehr, ergo wir machen mal einen Full Day of Eating. Ich kann die Scheiße nicht mehr hören. Ich habe heute Rest Day, dementsprechend fallen Pre-Workout-Meal, Intra-Workout und Post-Workout weg. Macht aber nicht zur Sache, weil sonst meine Ernährung eigentlich absolut gleich ist. Das Einzige, was ich jetzt so an Unterschied habe, sind etwa 400 Kalorien, die ich halt weniger esse. Trainingstage habe ich 4000, trainingsfreie Tage habe ich 3600 um den Dreh. Ansonsten ändert sich eigentlich gar nichts. Mein Intra-Workout wären halt einfach Cluster, ein paar EAAs und ein bisschen Malto. Post-Workout habe ich sonst 100 Gramm Rice Krispies, beziehungsweise irgendwelche anderen Cornflakes mit 30 Gramm Whey. Sonst ist eigentlich alles gleich. Von daher viel Spaß beim Full Day of Eating und ich fange jetzt mal an. Bei mir gibt es das erste Mahlzeit Porridge, was ich gestern schon vorbereitet habe. Mit ein bisschen Whey, ein bisschen Beeren und ein bisschen Mandelmus. Damit haben wir jetzt auch mein Frühstück fertig. Oh, das ist sogar noch warm. Sehr geil. Und wir haben 30 Gramm Halbway, 7 Gramm Cashewmus, 185 Gramm Beeren. Ich habe jetzt einfach nur Heidelbeeren genommen, weil ich zu faul bin, das einzeln einzutracken. Ich kapiere die Welt nicht mehr. 20 Gramm Dinkelflocken, 80 Gramm Haferflocken. Und damit sind wir bei 635 Kalorien, 12 Gramm Fett, gut 80 Gramm Kohlenhydraten und 41 Gramm Protein. Ich gehe dann mal essen. So, ich habe jetzt noch ein bisschen gelernt und noch ein bisschen Mails und so einen ganzen Quatsch gemacht. Und jetzt geht es auch schon zur zweiten Mahlzeit. Wetter in Deutschland lässt wieder zu wünschen übrig. Es ist einfach nur grau und aber wenigstens haben wir 20 Grad und ich kann im T-Shirt rumlaufen. Naja, meine nächste Mahlzeit ist quasi schon ready. Ich habe meinen Reis schon wieder im Reiskocher warm gemacht. 165 Gramm Reis und eine Portion von meinem Mango Curry. Ich track das immer bei mir in der App ein. Der rechnet mir das halt dann in die Portionen aus. Die komplette Pfanne fresse ich halt in 4 Portionen weg und dementsprechend teilt ihr mir das halt einfach durch 4 und super easy. Und ich zeige es euch einmal kurz. Das war ein richtig Das war mein richtig cringige YouTube 2014 Transition. Das ist ganz cool. Da ist mein Curry fertig. Ich hoffe, man erkennt's. Das ist Hühnchen, Mango, Curry, bisschen Dings. Sag schnell. Ein bisschen Kokosnussmilch, Currypulver, paar Gewürze, fertig. Und hier ist mein Reis drin. Ich würde 5-mal die Woche irgendwo zum McDonald's gehen oder Pizza essen. Und ich muss ja echt sagen, mein Curry war noch nicht ganz warm, deswegen läuft die Mikrowelle nochmal. So ein Reiskocher ist echt eine super, super geile Sache, besonders im Aufbau. Das Ding läuft bei mir fast täglich und deswegen mache ich mir jetzt auch noch mal eine nächste Portion Reis, weil ich habe noch ein bisschen Curry im Kühlschrank. Dementsprechend gibt es Reis mit Curry heute eventuell noch ein bisschen öfter. Viel hilft viel. Von daher, ich schmeiße jetzt meinen Reiskocher an. Da kommen jetzt noch mal 300 Gramm Reis rein, zweimal jeweils 150. Also zwei Portionen, 150 Gramm habe ich dann noch. Die sind dann so in 20 Minuten fertig, werden den ganzen Tag warm gehalten. Super, super geil das Teil. Auch wenn das Reishunger-Ding nicht ganz günstig ist, muss ich dazu sagen. Aber meiner Meinung nach lohnt sich sowas. Weil, ich esse halt jeden Tag Reis, ne? Hier haben wir Jasminreis, weil Basmati-Reis gefühlt überall ausverkauft ist. Hervorragend. Ganz wichtig im Übrigen, wascht euren Reis, bevor ihr den kocht. Danke Mikrowelle, weil im Reis uns ganz gerne mal so Schwermetall und so ein Zeug drin sein kann. Ich weiß, wir leben in Deutschland und so, aber ich bin da eher vorsichtig. Deswegen wasche ich jetzt meinen Reis. Natürlich habe ich mir vorher auch die Hände gewaschen. Nur filmen, wie man sich die Hände wäscht, ist offensichtlich schwierig, wenn man so mit beiden Händen beschäftigt ist. Deswegen, einmal kurz den Reis durchrühren. Ihr seht jetzt schon, dass das Wasser relativ trüb ist. Da löst sich also auch ein bisschen Stärke und so raus. Und dann kommt er gleich in den Reiskocher. So sieht der ganze Quatsch jetzt aus. Reis, doppelte Menge an Wasser, bisschen Salz dazu und das wär's. Hervorragend. Läuft. So, damit hätten wir auch das.
Curry, Reis, da kommt jetzt auch ein Löffel rein, weil ohne Essen wird schwierig. Und das ist dann damit meine zweite Mahlzeit für heute. Oh, fast vergessen mit Mengenangaben und so. Das sind jetzt 165 Gramm Reis, roh gewogen natürlich. Und eine Portion von meinem Curry. Und das sind insgesamt 1056 Kalorien, 29 Gramm Fett, 161 Gramm Kohlenhydrate und 36 Gramm Protein. Und ich kann euch noch mal eben kurz zeigen, was in dem Dings Curry drin ist. Da sind direkt drin, ohne jetzt irgendwelche sondern Sachen wie Gewürze mit aufzuzählen. Mango geschnitten, Kokosmilch, Hähnchenbrust Innenfilet, bisschen Honig und Kokosöl, also Kokosöl zum Anbraten. Und das wär's. Natürlich Mengen und so kann man natürlich immer gucken, wie es halt einem passt. Von daher, ja, das genehmige ich mir jetzt und damit hätten wir dann auch die zweite Mahlseite drin und etwa 1800 Kalorien. Mikrowelle läuft, da wir mein Curry gerade drin warm. Schüssel für den Reis habe ich auch schon. Hier bereite ich jetzt gerade meine letzte Mahlzeit zu. Und zwar gibt es jetzt erstmal das Curry mit 150 Gramm Reis. Als Nachtisch gibt es 3 Kekse davon. Das passt doch perfekt von den Makros. Und als letztes Meal, richtig, gibt es den Weight Gainer Shake von NP. 70 Gramm davon und 30 Gramm vom Isolat. Ich könnte theoretisch auch Casein. Ich nehme das Casein. Das ist tatsächlich eine ziemlich gute Idee, wenn ich gerade drüber nachdenke. Weil Casein ein bisschen länger über die Nacht hält. Dann gibt es 30 Gramm von dem Casein, 70 Gramm von dem Weight Gainer. Und das wäre es dann auch mit meinen Kalorien für heute. Also ich habe tatsächlich das Isolat abgetrackt, aber Isolat und Casein tut sich nicht so viel. Dementsprechend haben wir heute 87 Gramm Fett, 487 Gramm Kohlenhydrate und 199 Gramm Protein. Ich kann euch das auch nochmal zeigen. Ich hoffe, es stellt scharf. Wenn nicht, habt ihr halt Pech gehabt. Und das ist damit meine letzte Mahlzeit, beziehungsweise meinen letzten. Vielen Dank, dass du mein Curry warm gemacht hast, liebe Mikrowelle. Das ist dann meine letzte Mahlzeit, beziehungsweise meine letzten zwei Mahlzeiten. Erst das Curry, dazu den Whey Shake und dann in gut einer Stunde den Weight Gainer Shake. Kekse dazu und Gibi. Dann lass uns einmal eben kurz über Ernährung quatschen. Wie gesagt, ich habe etwa 4000 Kalorien an Trainingstagen. Dadurch, dass ich 3 Tage trainiere und einen Tag Pause mache, habe ich im Schnitt 4000 Kalorien und halt an Trainingsfreitagen, 2 Tage von 8, habe ich dann 3600. Ergibt sich halt einfach dadurch, dass ich halt, wie gesagt, kein Intra- und kein Post-Workout-Meal habe. Ich habe ja im Übrigen jetzt das Isoclear von uns, super geiles Clearway, das sind 50 Gramm, das ist jetzt noch so ein bisschen schaumig, aber sehr, sehr geil für den Sommer, erst recht mit Eiswürfeln, super, super geil. Was ich gerade noch zur Ernährung sagen wollte, ihr seht, ich esse einiges, viele Leute tun sich damit so ein bisschen schwer. Für mich persönlich hat es die Erfahrung gezeigt, dass vernünftiges Timing von diesen Sachen enorm wichtig ist. Klar, wenn ihr jetzt irgendwie in der Schule seid oder studieren geht oder sonst was, so, ich denke mal, viele von euch gehen auch noch in die Schule. Und wenn ihr nochmal arbeiten geht und komplett ungeplant morgens losgeht, ihr habt keinen Meal Prep dabei, ihr müsst irgendwie über einen Tag aus gucken, so wie ihr auf eure Kalorien kommt, es ist alles unstrukturiert, dann habt ihr Probleme, eure Kalorien reinzubekommen im Aufbau. Wenn ihr aber euer Essen vorgekocht habt, vorgecheckt habt, ihr in etwa immer dasselbe esst, dann seid ihr schon sehr, sehr gut aufgestellt. Seht das auch alles nicht so super strikt. Ihr habt eventuell das Video gesehen von Markus Rühl und Urs, wo der Markus erzählt, dass er früher zum Frühstück 2 Pizzen übereinander gelegt hat und dann gegessen hat. Klar, das ist jetzt nicht unbedingt gesund und das sind ein Sack viele Transfette, aber auch sowas funktioniert. Und man muss jetzt nicht immer meinen, man muss nur Hühnchen und Reis und alles trocken futtern. Besonders wenn man noch sehr, sehr lean ist, so wie ich es zum Beispiel ist, dann kann man sich auch mal was gönnen. Das werdet ihr aber auch noch gleich sehen. Ich habe quasi mein komplettes Essen für heute schon abgetrackt. Ich habe auch für heute einen kleinen Cheat mit drin. Von daher plant euer Essen. Wenn ihr Probleme habt, euer Essen reinzubekommen, esst euch nicht wirklich satt im Aufbau. Esst immer so, dass ihr so ein bisschen Luft im Magen habt und nicht wirklich satt seid, sondern ihr quasi permanent mit so ein bisschen Hunger rumlauft. So bekommt ihr immer regelmäßig euer Essen rein und könnt auch regelmäßiger essen. Alle 2 bis 3 Stunden kann man dann futtern. Arbeitet ganz gerne auch mit so Sachen wie Shakes, das mache ich auch. Ich habe mir auch für gleich schon einen Weight Gainer abgecheckt, weil ich jetzt einfach keinen Bock mehr habe, noch großartig was zu essen heute. Gibt es sonst noch was zu sagen dazu? Ja, ich würde jetzt nicht unbedingt zu viel Fast Food essen, so. Aber das ergibt sich halt eigentlich von selber. Guckt, dass ihr so ein bisschen Obst und Gemüse drin habt. Ich hatte heute auch das Mango-Zeug mit drin und heute Morgen die Beeren. So, das ist halt auch auf doof gerechnet. Waren das jetzt, keine Ahnung, 300 Gramm Obst und Gemüse, beziehungsweise Beeren und. Ist Mango ein Obst?
Bildungslücke gefunden. Geil. Das war es dann auch erstmal zu dem kleinen Ernährungstalk. Ich gehe jetzt meine nächste Mahlzeit organisieren. Dabei sauge ich dann das Whey. Und das werdet ihr jetzt auch sehen. Ach ja, kleiner Nachtrag noch. Es kommt demnächst wahrscheinlich sogar noch einen einen Podcast mit dem Chang. Wenn ihr Fragen dazu habt, schreibt die gerne in die Kommentare oder schreibt mir die per DM, wenn es irgendwelche Themen gibt, über die ihr wollt, dass wir da unbedingt drüber reden. Allgemein ist konstruktive Kritik immer gerne in den Kommentaren gesehen. Schreibt gerne, was ihr sonst noch wissen wollt. Schreibt gerne, was ihr gut oder schlecht fandet an dem Video. Aber bitte lasst so unkonstruktiven Scheiß wie Walla Bruder, du ziehst voll scheiße aus. Vielen lieben Dank. Abonniert gerne diesen YouTube-Kanal. Folgt mir super gerne auf Instagram, wenn ihr ein paar Insights haben wollt in mein Privatleben. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ich habe eventuell mein Steak ein bisschen überarbeitet. Steak. Werdet ihr aber dann sehen. Ciao, ciao.